Die Edelweißpiraten waren eine Gruppe unangepasster junger Leute, die sich insbesondere gegen die Hitlerjugend wendeten, die ja Staatsjugend war. Man kann also sagen, dass die Edelweißpiraten die Hippies der 30er und 40er Jahre waren. Ja, besonders fasziniert hat mich dieser Freiheitsgedanke und wie die den auch noch gelebt haben inmitten dieses repressiven Regimes. Besonders beeindruckend fand ich dabei die Mädchen, die sich ja ganz klar gegen das Rollenbild gestellt haben, was die Nazis von der Frau hatten. Und das erforderte damals wirklich eine Menge Mut. Die Geschichte erzähle ich aus zwei Perspektiven, nämlich einmal die der Edelweißpiratin Mucki und einmal aus Sicht ihrer Mutter Gertrud. Insgesamt eine sehr spannende, berührende Geschichte, bei der Glück und Tragik sehr eng beieinander liegen. Vor allen Dingen ist es aber auch eine Geschichte von zwei sehr beeindruckenden Persönlichkeiten.